Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu meinem neuen Video. Wer es noch nicht weiß, ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute werden wir uns mal Zwiebeln selber einlegen. Die könnt ihr nutzen für Burger, Sandwiches. Die kann man so snacken oder auch zu gegrillten passen die hervorragend. Alles, was ihr rund um das Rezept hier wissen müsst, wie die genauen Mengen und das ausführliche Rezept, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Zutaten an. Wir beginnen mit den Zwiebeln. In meinem Fall sind das jetzt rote. Natürlich könnt ihr mischen, rot und weiß nehmen. Ihr könnt aber auch nur weiße nehmen. Dann müsst ihr gucken, wie ihr es machen möchtet. An Flüssigkeiten brauchen wir einmal Wasser. Hier in der Mitte habe ich einmal einen Kräuteressig. Und um dem Ganzen nochmal so eine fruchtige Note zu verleihen, brauchen wir auch noch was Himbeeressig. Außerdem brauchen wir einmal Senfkörner, Pfefferkörner, braunen Zucker und Salz. Hier vorne habe ich jetzt eine Solo-Knoblauchzehe, dann brauchen wir Thymian, Salbei und Rosmarin. Und zusätzlich an Equipment braucht ihr noch einmal hier so ein Bügelglas, was ihr gut verschließen könnt. Alternativ dazu, wenn ihr so eins nicht habt, geht natürlich auch jedes Schraubglas. So, dann hätten wir die Zutaten und soweit alles gesehen, können somit starten. Dazu habe ich jetzt hier die Zwiebeln stehen. Die werden wir uns einmal halbieren. Und wenn die halbiert sind, schneiden wir uns hier so feine Halbringe raus. Alternativ könnt ihr die natürlich auch über den Hobel jagen. Nachdem wir die Zwiebeln dann jetzt geschnitten haben, nehmen wir uns hier das Glas und machen die schon mal da rein. Als nächstes kommt die Knoblauchzehe. Auch die wird nur geviertelt. Der Knoblauch kann dann auch zu den Zwiebeln ins Glas, genauso wie der Salbei, Thymian und Rosmarin. Den werden wir jetzt einfach hier so die Zweige von dem Stämmchen hier ruppen. Und auch das kann, wie gesagt, alles da rein. Dann versuchen wir das mit dem Löffel so ein bisschen unterzuheben, dass die Kräuter auch mittig irgendwo liegen und nicht nur oben drauf. Ja, ich denke mal, so reicht das. Dann können wir das Glas erstmal so beiseite stellen und jetzt kümmern wir uns um den Sud. Und dazu sehen wir uns gleich unten am Dutch Oventisch wieder. Am Dutch Oventisch angekommen, hat dann hier auch schon ein Topf drauf Platz genommen. Alternativ zu dem Tisch hier könnt ihr natürlich auch ein E-Herd nehmen, das ist kein Problem. Hier starten wir jetzt zuerst die Flamme. Dann kommt das Wasser in den Topf. Dann die Senfkörner. Der Pfeffer. Das Salz und zum Schluss der Zucker. Dann verrühren wir das einmal gut. Und jetzt, wo das gut verrührt ist, lassen wir das einmal richtig heftig aufkochen. Das Ganze hat dann jetzt so gute 5 Minuten vor sich hingekocht. Jetzt können wir die Hitze auch schon wieder wegnehmen. Dann nehmen wir uns den Topf und wir sehen uns oben. Und wo wir jetzt mit dem Sud wieder hier oben sind, nehmen wir den und gießen den so heiß wie er war, samt der Kräuter bzw. Gewürze über die Zwiebeln. Nach dem Sud kommt dann der Himbeeressig obendrauf und der Kräuteressig. Und jetzt nehmen wir nochmal einen Löffel, rühren das richtig schön durch hier, dass wirklich überall Flüssigkeit hinkommt. Die Gewürze noch mal überall hinkommen. So, dann gucken wir, dass hier oben alles schön im Sud liegt. Nehmen uns den Deckel, machen den drauf und zu. Und das Glas stellen wir jetzt beiseite, so gute 24 bis 48 Stunden, dass das gut durchziehen kann. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir unsere Zwiebeln probieren. Stunden wären dann rum, unsere Zwiebeln haben durchgezogen. So schauen sie aus. Und wundert euch jetzt nicht, dass jetzt hier noch so ein zweites Glas steht, denn ich habe noch welche eingelegt, denn diese ganze Nummer hier ist richtig variabel. Hier zum Beispiel sind jetzt noch Chilischoten mit drin. Das heißt, da kriegen wir dann noch eine gesunde Schärfe an die Nummer.
Und es ist ja, wie ich gerade schon gesagt habe, richtig variabel. Ihr könnt da noch Möhren reinmachen, Gurken und andere Sachen. Da müsst ihr dann halt gucken, was für euch so in Frage kommt. Auf jeden Fall, das hier ist jetzt nur die Grundnummer gewesen mit den paar Kräutern und so weiter. Und wie man dann auch sieht, hier die Farbe vom Essig hier, die ist richtig schön rot geworden, durch das die roten Zwiebeln dieses abgegeben haben, die Farbe oder beziehungsweise ihren Farbstoff. Ja, jetzt hilft aber nichts. Ich nehme jetzt mal hier so zwei, drei Stück auf die Gabel. Guten Appetit. Und bevor ich euch jetzt erzähle, wie das Ganze geschmacklich ist, mache ich noch so einen kleinen Serviervorschlag, weil ich habe euch ja gesagt, das kann man für viele Sachen nehmen, ob es jetzt Burger sind, Hot Dogs oder wie in meinem Fall einfach nur ein Brot. Ich habe nämlich hier zum Beispiel jetzt ein schönes Mettbrot liegen und da machen wir die jetzt drauf, weil da passen die auch hervorragend zu. Die geben dem Ganzen dann nochmal so einen Kick. Dann werden die Brote belegt. Jetzt schneide ich mir hier natürlich nochmal so ein Stückchen ab. Auch das werde ich nochmal probieren. Auch hier nochmal guten Appetit. Zum Glück muss ich nicht pusten. Dann wäre auch die Probierorgie beendet. Ihr seht, auf dem Brot mit Mett machen die sich hervorragend. Wie ich ja eben auch schon gesagt habe, Burger, Hot Dogs. Also wer solche Zwiebeln noch nicht gemacht hat, also macht die einfach nach. Ich glaube, ihr werdet keine anderen mehr nehmen, um irgendwelche Burger zu verfeinern oder Salate oder was auch immer. Geschmacklich haben wir hier wirklich eine richtig schöne Frische bzw. Säure durch unseren Essig. Dann aber auch eine gescheite Süße durch den Zucker. Und dann die Kräuter, die geben dem Ganzen noch den Rest, ob es jetzt der Thymian war, Rosmarin oder der Knoblauch, der noch zusätzlich drin war. Und ja, geschmacklich ist das einfach Hammer. Also wer solche eingelegten Zwiebeln nicht kennt, kann es nicht oft genug sagen, macht das einfach, ihr werdet schwer begeistert sein. Und wenn ihr es gemacht habt, schreibt unten rein, wie haben sie euch geschmeckt. Ihr könnt natürlich auch noch variieren, ganz andere Sachen reinmachen, ob es jetzt Tomatenstückchen sind, Paprikastückchen. Ihr könnt noch Möhre mit reinmachen. Das Ganze ist wiederum so variabel, da müsst ihr gucken, was kommt für euch in Frage. Und wie ich ja gesagt habe, eben in dem zweiten Glas habe ich zum Beispiel noch Chili mit reingemacht, dass das Ganze nochmal so ein bisschen Pfiff kriegt. Kommt auch richtig gut und es ist eine richtig einfache Nummer und wirklich schnell gemacht. Ihr kocht euch den Sud auf, schneidet vorher die Zwiebeln, schüttet das alles zusammen, stellt es beiseite und dann, wenn ihr probiert, seid ihr die glücklichsten Menschen. So, jetzt sammle ich aber schon wieder viel zu viel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür, dann freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten? Hier oben könnt ihr das nachholen, da ploppt mein Logo auf. Das könnt ihr anklicken, dann die Glocke aktivieren. Somit verpasst ihr kein Video mehr. Ja, und dann sage ich wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.